Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einer Haarlänge mit Cenk und Aileen und heute auch mit Jörn dabei. Yay! Hi! Also, wir haben heute in unserer Episode das erste Mal einen Gast mit dabei, seit wir jetzt den Podcast Auf einer Haarlänge angefangen haben, eben das erste Mal heute mit Gast. Bevor wir ihn gleich vorstellen, machen wir erst die Vorstellung, dann was ist die Woche passiert und dann legen wir los mit unserem Thema. Denn unser Thema heute ist wirklich mega spannend, Freunde. Und zwar geht es darum, was ist das Erfolgsgeheimnis für Friseursalons? Mhm. So, und genau da wird uns unser heutiger Gast, der Jörn Musti, einfach mega gut weiterhelfen können, ganz viel richtig guten Input mitgeben. Und da spreche ich auch aus Erfahrung, denn wir waren selbst schon auf seinen Seminaren, beziehungsweise von seiner Firma Salon Impuls auf den Seminaren, haben morgen in unserem Salon mit ihm ein Seminar und hatten ihn auch schon für unseren Education Day letztes Jahr auf der Bühne für 400 Leute gebucht, die, soweit wir das mitbekommen haben, einfach alle sehr begeistert waren. Und ja. Ja, und ich kann sagen, jetzt schon allein nur in den letzten 2 Stunden beim Abendessen haben wir schon wieder so viel gelernt. Also geil, ja. Mega danke cool. Dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, was wollen wir alles über Jörn sagen? Ne? Wie wollen wir ihn vorstellen? Also der Jörn ist ein ganz netter Mensch, der schon, wie viele Salons hast du nochmal geschult? Also wir haben zwischen 3.000 und 4.000 verschiedene Salons gesehen. Wir können die Zahl gar nicht genau analysieren. Für deinen Education Day haben wir es gemacht, aber da sind wieder, ich glaube, einige hundert dazugekommen. Es ist verrückt. Also die letzten 20 Jahre war die Reise sehr crazy und es hat super viel Spaß gemacht, viele tolle Menschen kennenzulernen. Geil. Richtig cool. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, Salon Impuls macht hauptsächlich Salon-Unternehmensberatung, oder ist das so Salon richtig? Und Unternehmensberatung, also einmal, wir sind selber Friseurunternehmer, wir beraten auf Salonebene, aber natürlich auch Unternehmerthemen, weil da sind wir sehr breit aufgestellt und haben ein super Expertennetzwerk, was genau die Fragen der Unternehmer beantwortet, die letztendlich sie beschäftigen. Mhm. Krass. Voll cool. Und genau mit dieser Firma und dieser Attitude gibt der liebe Jörn, schon seit, wie du gesagt hast, über 20 Jahren. Sammelst du schon Erfahrung? Gibt es Seminare? Ach Gott, wenn ich den fachlichen Bereich dazu ergänze, so, ich bin also 29 Jahre jetzt in der Trainertätigkeit unterwegs. Na klar, bei Weller lange Zeit Volontär, Friseur, Meister, Trainer, Coach gewesen, 7 Jahre bei Weller. Und irgendwann hast du dann die Reise alleine angetreten. Und natürlich hast du immer noch einen starken Partner an der Seite, für den du im deutschen Markt, Österreich und in der Schweiz unterwegs bist und einfach Menschen dazu begeisterst, in ihrer Arbeitszeit die Performance auch abzurufen, die Unternehmer einfach brauchen. Wir nennen das Wirtschaftlichkeit und wir arbeiten nach einem Prinzip, das nennt sich Salon Profit Circle. Das ist ein Kreislauf, der einfach mich als Unternehmer und das Team und unsere Kunden in eine gemeinsame, in eine Community führt, wo alle drei gewinnen. Das ist so unsere Devise. Und ja, ich muss mitmachen wollen, weil dann bin ich auch erfolgreich. Das stimmt. Ja, nice. Also ihr merkt, da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu heute, in der heutigen Episode. Ich glaube, wir haben auch soweit schon alles gesagt, was wir sagen wollten. Ja, ich glaube, alles Weitere klärt sich dann noch. Aber jetzt wollen wir natürlich noch drüber sprechen und diesmal bin ich die Erste, die Frage stellt. Was ist diese Woche passiert? Ich hab dran gedacht, dass ich mal die Frage stelle. Verflixt. Sie hat mich überlistet. Diese Woche ist nicht viel Weltbewegendes passiert. Wir waren gerade noch mit Jörn und mit der Selina, mit unserer Salonleitung, zusammen Abendessen und haben da einiges besprochen. Auch für den morgigen Tag, auch Dinge aus der Vergangenheit, Dinge, wo wir uns weiterentwickeln können, Dinge, die wir jetzt einfach wieder neu reflektiert haben, auch mit einfach einem guten Output, Input, den wir von außen, also von dir, nochmal mitbekommen haben. Und ja, morgen ist dann so das Highlight der Woche, das Seminar mit Jörn und quasi Salon Impuls, wo wir einfach versuchen werden, uns und unser Team noch weiter zu entwickeln. Weil ihr kennt unsere Einstellung, Leute, egal wie weit man ist, in welcher Hinsicht, Wachstum hört nie auf, darf auch nie aufhören. Ihr wisst, wir haben, das hatte ich ja in der Episode zur Weiterbildung schon erwähnt, dass wir im ersten Jahr als Jenkins Salon, also 2023, über 10.000 Euro in Weiterbildungsmaßnahmen investiert haben und natürlich dieses Jahr weitermachen wollen, denn auch wenn es schon besser läuft, ist es doch umso wichtiger, genau da am Ball zu bleiben und noch einen draufzusetzen.
Das ist so passiert die Woche. Also eigentlich noch nichts. Noch nichts. Was ist denn bei dir passiert, Jörn? Hattest du irgendwas Spannendes diese Woche? Ja, super spannend. Ich durfte gestern in Rheinland-Pfalz, da kommen wir hierher, also gebürtig sind wir aus Trier. Die Firma ist jetzt schon seit über 20 Jahren in Luxemburg ansässig. Und ich war gestern in einem ganz tollen Salon in Koblenz und konnte dort zum Thema Marketing, das heißt Impulse aus dem Salon heraus, um Neukundengewinnung oder letztendlich Stammkundenbindungstools zu einzuschulen. Gleichzeitig habe ich einfach tolle Menschen um mich herum gehabt, die Lust haben, sich zu verändern. Weil das ist so meine Challenge. Ich habe ehrlicherweise ist meine Lebenszeit zu schade, für in Salons zu reisen, die einfach auch nicht bereit sind, in der Arbeitszeit, wo die Menschen bezahlt werden, ihre Performance abzurufen. Wenn ich es nicht kann, ist es gar nicht so schlimm. Wenn ich es nicht weiß, wie es geht, das ist super für uns, weil genau dafür sind wir spezialisiert, ja, Menschen an die Hand zu nehmen, die Lust haben, sich zu entwickeln. Und da sind wir auch sehr, sehr offen. Lebenszeit bedeutet ja einmal für mich und den Gegenüber und Zeit ist halt wahnsinnig viel wert. Und da war ich in Koblenz und bin gestern Abend noch in den Bayerischen Wald gereist. Das war auch sehr, sehr spannend. Da war ich bei einer sehr interessanten Kundin, die einen super Job macht. Die Situation ist aber die, und das widerfährt uns sehr, sehr oft, der Salon läuft sehr, sehr gut, ist aber sehr abhängig von Unternehmerinnen oder vom Unternehmer selber, weil die meisten Umsätze dazu steuern. Und der Wunsch ist einfach nach mehr Zeit zu bekommen, um an ihrem Unternehmen zu arbeiten. Weil ehrlicherweise, wenn ich heute 40, 45 Stunden in meinem Salon in der Woche verbringe, dann kann ich mich nicht wirklich um mein Unternehmen kümmern. Und da muss man doch die Reflexion besitzen, ich bin zwar selbstständig, aber ich tue nichts für die Unternehmensentwicklung. Weil das dann nach 45 Stunden zu tun, da wissen wir selber, das ist Augenwischerei. Also das ist ein bisschen machen, aber nicht richtig und klar. Und da wurde ich mit offenen Armen empfangen und es war für mich sehr positiv, weil die Reaktion sehr gut war. Und genau das ist unser Thema, gemeinschaftlich mit Mitarbeitern und dem Unternehmer oder der Unternehmerin Veränderungsprozesse gemeinschaftlich zu besprechen, nach einer Ist-Situation, Analyse, die ich heute umgesetzt habe, um dann die nächsten Erfolgsschritte oder Wachstumsschritte einzuläuten. Cool. Ja. Klingt richtig spannend. Ja, mein Highlight ist ja heute noch, ich bin total happy, dass ich euer erster Gast bin. Ja, cool. Ja, mega. Also ja, ich wusste das selber nicht. Ich kann mir auch keinen besseren Gast vorstellen. Das ist richtig perfekt für unseren Podcast. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, auch um welche Themen es in der Vergangenheit schon ging, dann weiß ich einfach, so wie ich, habe ich schon mal was von einem Seminar erwähnt im Podcast. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, ich habe dich schon mal erwähnt. Das hast du ja. Mehr. Definitiv. Mehrmals, ne? Deshalb finde ich super, dass du heute dabei bist, weil die Impulse, die du uns mitgegeben hast, die uns sehr stark auf unserer Reise helfen konnten, genau da freue ich mich, wenn wir davon auch welche an unsere Community weitergeben können und wenn wir eben in der heutigen Episode gemeinsam zu dritt dieses Geheimnis für den Erfolg als Friseursalon dieser Reise oder diesem Geheimnis nachgehen und darüber sprechen und am Ende sehen werden, ob unsere Community mit uns auf einer Haarlänge ist. Ich bin mal gespannt, ob es denn überhaupt das eine Geheimnis gibt. Das weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht nur ein Geheimnis, würde ich sagen. Ich auch. Lass uns damit gleich einsteigen, oder? Sehr Jörn, gern. Was sagst du? Was ist das Geheimnis, wenn du dich entscheiden müsstest für den wichtigsten Punkt? Wenn es darum geht, wie du als Friseur bzw. Friseursalon erfolgreich wirst. Das Erste, was einem widerfährt, ist, ich brauche eine Idee. Also irgendwo orientiert man sich ja auf dem Friseurmarkt nach, man nennt das Superstars. Und jeder Unternehmer hat irgendwo einen Wunsch. Man nennt das heute bei uns, vielleicht will ich Local Hero werden, also in meiner Stadt, in meiner Region will ich der Friseursalon sein. Das, was die meisten Menschen unterschätzen, ist einfach, das eine ist der Wunsch oder der Traum. Das andere ist dann eine Idee, eine Strategie. Und wenn ich eine Strategie besitze, zu sagen, okay, ich habe ein Ziel, ich würde gerne der beste Balayage-Künstler sein oder ich bin der beste Haarschneider oder der beste Berater, wie auch immer, dann muss ich ja das in die Taten halt umsetzen. Und jetzt brauche ich aber natürlich den Kunden dazu, phasenweise am Anfang natürlich noch den einen oder anderen Mitarbeiter und natürlich vielleicht einen guten Standort. Und wichtig ist, Erfolg kommt natürlich von einer gewissen Struktur, die ich dann in mein Unternehmen einfließen lasse. Das bedeutet also, ich brauche dementsprechend
die Kaufkraft, also wenn ich eine Analyse bei uns gemacht habe, in Trier an unserem Standort, das gab es noch nie, so einen guten Standort, der analysiert worden ist wie der Standort, wo wir heute sind. Da war eine Trefferquote von 98,2%, eine Empfehlungsrate, da auf jeden Fall einen Friseursalon zu machen. Das heißt, wir haben im Vorfeld Geld investiert, um den Erfolg zu planen. Interessant. Also spannend. Vorher schon analysiert, wo man den Salon dann überhaupt eröffnet. So sieht das aus. Krass. Das ist auch für uns sehr interessant. Also, merken wir uns einmal Step 1. Ja. Vorher schon mal analysieren. Also nicht einfach mal drüber nachdenken, ja, also der und der Ort gefällt mir, sondern wirklich in die Analyse gehen. Ja. Welcher Standort ist gut und anhand welcher Faktoren misst man das nun? Da gibt es ja wahrscheinlich bestimmt auch Unterschiede, oder? Ganz viele Parameter, absolut. Mhm. Kaufkraft, es gibt Indexe, die du berücksichtigst, auch die Altersstruktur, das ist verrückt. Und wir sind in einem Wohngebiet, also nennt man Industriegebiet, da war vor 23 Jahren, gab es dort eine französische Kaserne. In unserer Region waren dann, wie bei euch, glaube ich, die Amerikaner, waren bei uns die Franzosen stationiert. Mhm. Und diese ganze Plattform wurde dementsprechend abgerissen und neu strukturiert. Mhm. Und das ist ein Wissenschaftspark, dort arbeiten und wohnen Menschen. Keine Industrie, sondern Schönheitskliniken, Marketing, ansässige Firmen. Und das ist halt für uns super spannend gewesen. Ja. Und aufgrund dessen haben wir uns dort platziert. Ja, das ist interessant. Es gibt bestimmt auch Regionen, wo zum Beispiel vielleicht mehr ältere Leute leben, die vielleicht keine Kinder mehr kriegen, keinen Nachwuchs, wo es dann vielleicht nicht so interessant ist, einen modernen neuen Salon zu eröffnen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wir haben super viele junge Familien, die den Lifestyle halt mögen, gerne zu uns kommen. Und wenn wir einen unserer Salons nehmen, das ist der in Trier zum Beispiel, dann ist es so, wir sind nicht im High-End-Bereich tätig. Also ich als Unternehmer, wir sind ja Filialbetrieb. Wenn ich einen eigenen Salon mit meinem Salon-Logo Jörn Musti Friseure machen würde, dann wäre das vielleicht ein anderes Geschäft wie das, was wir heute betreiben. Mhm. Wir sind in der Friseurkategorie Premium, aber nicht High-Class. Ja. High-Class ist Jenkins. Ja, also wenn du dich anpositionierst, ja, weil du bist da, die Kunden haben einen Bezug zu dir, aber ich bin ja nicht da. Ja. Mein Job ist ja, ich entwickle Friseursalons und wenn der Jörn Musti irgendwo mit seinem Namen steht, dann wollen die auch zum Jörn Musti. Mhm, und das ist klar. Die Problematik, die wir direkt entgehen und seit 18 Jahren deshalb auch letztendlich in einem Salonkonzept, das Meyer und Marx Friseure heißt, arbeiten, weil wir uns anders am Markt positionieren. Das hat nichts mit Qualitätsunterschieden zu tun, sondern wenn der Herr Meyer dort drüber steht, dann will ich zum Herrn Meyer sehr oft. Ja. Und das können wir gar nicht liefern. Das ist so, deshalb haben wir direkt uns konzeptionell anders aufgestellt, aber dann natürlich den Standort analysiert, um auf das Thema Erfolg nochmal zu kommen. Ja, und dann haben wir natürlich auch am Anfang nicht sofort den Schalter umgelegt und alles lief perfekt. Das war bei uns auch nicht so. Ja, also die ersten Monate waren schwer, weil wir keine Struktur hatten. Und wir haben dann irgendwann angefangen, Struktur zu liefern. Man muss es so vorstellen, mein Zwillingsbruder, der Dominik und ich, wir sind seit Jahren auf dem Markt unterwegs und haben irgendwann, keine Ahnung, 600, 700 Friseurgeschäfte, die es vorher gar nicht auf dem deutschen Markt gegeben hat, von null an eingeschult. Und wir haben gemerkt, dass bei vielen lief das sehr, sehr gut. Das war natürlich nicht in einem Jahr, das waren die letzten 8, 9, 10 Jahre. Das heißt von 2014, 15 an bis, 2004, 5 an bis ins Jahr 2011, 2012, 2013. Dort haben wir sehr, sehr viele Salons eingeschult, die letztendlich vorher nie gegeben hat. Danach ist aber etwas passiert. Nicht jedes Geschäft ist gelaufen. Und dann muss man auch reflektieren, warum. Ja. Die Gründe sind vielschichtig. Personal, Standort, whatever, Pricing, also alles, Marketing, miserabel. Und dann sind wir hingefahren und haben eine Potenzialanalyse gemacht. Einen Check. Und das Spannende war gewesen, dass du daraus, in dem Kreislauf, der dann entstanden ist, einfach Chancen und Potenziale gesehen hast und dadurch haben wir unser Erfolgskonzept mit Salon Impuls geschrieben. Dadurch haben wir Systeme in den deutschen Markt transportiert, die sehr erfolgreich sind, weil wir keine Gefühle vermitteln, sondern klare Strukturen. Das Ganze zahlt darauf ein, immer auf Wachstum. Ja, und wichtig ist auch, die Klarheit zu besitzen, Wachstum kommt von TUN, also von Tun. Ja, TUN, ich muss was machen, um den Wachstum zu fördern. Und viele sind zu passiv in unserer Branche. Ja, das ist im Moment der Fall. Heute haben Social Media Präsenz, hat natürlich sehr viel mit Wachstum zu tun, auch mit Erfolg. Ja. Ja, aber ich kann auch viel im Marketing kaputt machen, indem ich sage, kommt doch zu uns, ich zeige euch, wie schlecht wir sind. Ja. Verstehen Sie was? Also deshalb müssen die Rahmenbedingungen einfach da sein. Ja, krass. Wahnsinn. Also du würdest sagen, nach dem ersten Schritt, Standort, Analyse, ist es wichtig, den zweiten Schritt
natürlich auch ins Reflektieren zu gehen. Also ich habe einen Standort, ich baue dort was auf und es klappt. Dann sollte ich reflektieren. Aber auch wenn es nicht klappt oder nicht so läuft, wie ich es mir erhofft habe, sollte ich natürlich ebenfalls reflektieren und mich fragen, ja, woran liegt es denn jetzt? Warum klappt es jetzt gut oder schlecht? Was kann ich besser machen? Wo kann ich noch wachsen? Definitiv. Und das Ganze gilt ja nicht nur für dich, sondern auch für das Team, was um dich herum gewachsen ist. Die Frage ist immer, bringen die Menschen die Leistungsbereitschaft mit? Wir haben heute Abend sehr viel darüber gesprochen. Heute als Unternehmer, es kommen Mitarbeiter in Unternehmen zum Chef und sagen, ich hätte gern mehr Geld. Und die Klarheit fehlt da sehr oft zu sagen, kannst du bekommen für die Leistung. Weil der Chef kann ja auch nur begrenzt Gehälter zahlen, wenn die Umsatzleistung des Mitarbeiters nicht gut ist. Dann kann ich auch nicht überproportional gute Gehälter bezahlen. Ja. Wir sagen dazu Lohn durch Leistung. Mhm. Und das Leistungsbild steht gar nicht mehr im Vordergrund. Wir reden sehr, sehr viel über, ich hätte gerne, aber die Klarheit ist oft gar nicht da, den Mitarbeiter zu visualisieren, zu erklären, ihn mit auf eine Reise zu nehmen, wie der Umsatz überhaupt entsteht und auch, wie sich ein Lohn zusammensetzt. Mhm. Ich denke... Ich wollte nur sagen, voll interessant, weil wir letzte Woche über Beratung gesprochen haben. Und da ist es ja auch so ähnlich. Wenn du dem Kunden nicht erklärst, dass für eine bestimmte Haarfarbe die und die Pflege nötig ist, dann... Woher soll er es denn dann wissen? Ja, das ist mir noch gerade so eingefallen. Absolut. In dem Beispiel. Ja. Ich denke, eine große Schwierigkeit, ich sage jetzt mal nicht Problem, sondern eine große Schwierigkeit, Herausforderung ist ja schon mal, wie willst du es verstehen, dass, weil du hast ja gerade gesagt, man kann ja Lohn nur bedingt zahlen, nachdem ja auch etwas reinkommt. In der heutigen Berufswelt, wenn wir mal kurz auch weg von unserem Beruf gehen, dann gibt es so viele Berufe, wo man ja den Job gar nicht richtig messen kann. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt ja so viele Jobs, wo du ja nicht das Privileg hast wie bei uns, im Friseurhandwerk, zu messen, ich habe im Monat Umsatz 15.000 Euro geschafft, habe da jetzt nur einen messbaren Erfolg und demnach kann ich natürlich mehr verdienen, als wenn ich 8.000 Euro geschafft habe. Mein Job zum Beispiel, den kann man nicht so direkt messen. Stimmt, den kann man nicht zu 100% nachverfolgen. Mhm. Und ich glaube, jetzt bist du aber in unserer Situation ja trotzdem, wir sind ja gemeinsam Unternehmer, bauen unsere Firma immer weiter auf. Du hast ja natürlich eine ganz andere Denkweise. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich in einer Firma arbeite, wo ich nicht weiß, ob das, was ich nun tue, auch was bringt, ob das viel bringt, dann denke ich mir natürlich, ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, 2.900 Euro brutto, ich hätte jetzt aber gern 3.700 Euro brutto. Ja, kann ich das jetzt bekommen? Ja, selbstverständlich kannst du das bekommen. Jetzt müssen wir nur dann analysieren und rechnen. 3.700 mal 4 ist dein Ziel, was in der Branche sehr gegenwärtig ist. Wir haben einen Faktor, der mittlerweile schon deutlich höher ist, weil eine hohe Investition in Weiterbildungen investiert wird. Wir haben gewisse Kostenstrukturen. Unser Team, wenn das einen super Job macht, das machen sie jedes Jahr, die reisen dann 3 bis 4 Tage dann jedes Jahr ins Ausland, wo wir dann natürlich bezahlen. Die sind bei Events dabei oder auf Messen oder Veranstaltungen. Und das muss ich ja finanzieren. Und ihr wisst selber, das kann man sehr deutlich sehen, dass die Kostenstruktur in den Unternehmen, in der Friseurbranche in den letzten 2-3 Jahren, natürlich auch in anderen Branchen, immens gestiegen ist. Ja. Was aber das größte Problem ist, dass die preisliche Situation sich daraufgehend zu selten verändert hat. Das heißt, ich habe Angst als Unternehmer, meine Preise dementsprechend anhand meiner Kostenstruktur anzupassen. Und dann geht es weiter. Ich kenne das aus deinen Folgen auch. Mein Job ist natürlich, ich komme in viele Salons, wo die Unternehmer immer noch an der Kasse vorbeikassieren. Mhm. Das ist nicht immer extrem viel. Also wir reden jetzt bitte nicht von 10.000, 15.000 Euro im Monat. Nein, überhaupt nicht. Aber warum schaffen wir es nicht in der Branche, endlich ein sauberes Geschäft zu machen? Weil wenn ich es anfangen würde, neu zu denken und zu kalkulieren, dann bin ich letztendlich einfach endlich rentabel und bin legitim und sauber und betreibe ein weißes Geschäft. Ja. Das ist so mein Appell auch an die Branche. Ja. Fangt an, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch jederzeit, machen wir gerne. aber fangt an, ein sauberes Geschäft zu machen, weil sonst fällt euch das irgendwann auf die Füße. Und das wäre viel zu schade, weil wir haben schon einen anstrengenden Job, aber auch einen Traumberuf.
Und das soll man nicht kaputt machen durch eine schlechte Kalkulation oder generell durch, ich hinterfrage mich nicht, sondern ich nehme vielleicht am Abend dann eine Kundin mehr raus, die ich nicht kassiert habe, anstatt mich anstatt mal zu reflektieren. Mal, ne? Die Preise anzupassen. Genau. Und genau das hatten wir in der Episode, wo es um Schwarzgeld und Schwarzarbeit ging, wo ich mir denke, wenn man es doch einfach richtig kalkulieren würde, dann würde es ja viel weniger Probleme geben. Ich hätte weniger Preisdumping. Und genau über das Preisdumping regen sich ja auch so viele Leute in unserer Branche auf. Mhm. Und verflixt. Jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen Es gibt noch so viele andere Themen, da hast du vollkommen recht. Aber das Thema hattet ihr ja schon. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil das ist so mein Alltag. Ja. Und mein Alltag ist, ich mache ein Beispiel, die Kleinstunternehmer, 22.500 ist die Grenze. Alleine, wenn eine Kundin kommt in den Salon und sagt, ja, ihr seid ja viel teurer wie die anderen. Ja, na klar, wir zahlen ja Umsatzsteuer. Wir bezahlen, du hast ein Kind, okay, wir bezahlen natürlich auch in Steuern, dein Kindergarten wird ein Teil von uns mitfinanziert. Ja, also da haben Sie bitte Verständnis für uns, aber vergleicht uns bitte nicht mit jemandem, der nicht in die gesetzlich, also in die Steuerkassen einzahlt und gleichzeitig. Ja, wir fördern und investieren auch in unser Unternehmen, weil es kann sein, dass in 10, 15 Jahren, wenn wir es nicht tun, der Nachwuchs gar nicht mehr in der Branche den Anreiz findet, überhaupt mit uns gemeinsam in diese Friseurzukunft zu starten, und den muss ich mitfinanzieren. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass so viele sich nicht trauen, ihre Preise anzupassen, sage ich jetzt Sie mal. Leben in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart und blicken nicht in die Zukunft. Und das ist das größte Problem. Weil man sieht es ja immer wieder, dass sich dann auch die Friseursalons entschuldigen, so im Internet, das tut uns leid, aber leider mussten wir unsere Preise dieses Jahr erhöhen. Mhm. Und dann denkt man sich so, also warum tut es euch leid? Es liegt am Mindset und der positiven Kommunikation, die nicht vorhanden ist. Ich mache ein Beispiel, ein ganz simples. Ich bin in Salons, Kunden rein, das ist eine Friseurin, die hat einen Zeitverzug, hat eine tolle Leistung, mehr beraten, geht dann zur Kundin und sagt, Frau Meier, es tut mir leid, es dauert heute 5 Minuten länger, bis sie dran, tut mir leid, sorry. Mhm. Anstatt ich sage, hey, Frau Meier, Sie sind die Nächste. Ja. Oder, Frau Meier, in 5 Minuten sind Sie schon dran. Ja. Wisst ihr, wie leicht das ist? Klar. Das liegt am Mindset. Das sind einfach Kommunikationsdefizite. Aber der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dieses Positive, dieses Spirit, diese Gemeinschaft oder diese kleinen Themen gar nicht zum Problem werden zu lassen. Aber wir werden ja so erzogen, dass wir uns für Dinge entschuldigen in einem kreativen Handwerk, wo jederzeit Dinge halt mal nicht so klappen können, wie man sich das vorstellt. Aufmerksam, wenn ihr um 13 Uhr einen Termin hat, dann muss ich um 13 Uhr ihr die Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Aber ich kann trotzdem sagen, hey, in 10 Minuten sind Sie schon dran. Und da sind wir eine ganz andere, wie soll man sagen, Bittstelle. Und das zieht sich ja durch den ganzen Salonalltag. Und wenn dann die Preise erhöht werden, sagen wir schon, es tut uns leid. Anstatt wir sagen, Frau Meier, mein Chef wollte nicht so, wie ich wollte. Ja, wie meinen Sie das denn? Ja, wir haben leider die Preise nur um 5 Euro beim Haarschnitt angehoben. Ich war für 10. Aber ich habe ein Glück, sind nur 5. Nein. Warum machen wir das nicht? Ja, das stimmt. Das ist richtig cool. Ja. Einfach. Ja, total. Also, auch wenn es jetzt gar nicht passt, ne? Gerade gar nicht geplant ist, würde ich gerne mal kurz eine Situation in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob du diese Episode zufällig gehört hattest. Das war auch nur eine kurze Randgeschichte. Ist eh etwas eher Unangenehmes, aber ich würde dich einfach mal kurz, weil wir ja eh schon gerade Thema Preis sind und Haarschnitt, mal fragen, wie du das siehst. Situation: Kundin kommt, bringt Kind zum Haareschneiden. Du weißt, welche Geschichte. Ja, so, Mitarbeiterin hat den Haarschnitt gemacht, also den Werkvertrag erfüllt an der Kasse, 38 Euro. Es gibt definitiv viele Friseursalons, die einen Kinderhaarschnitt deutlich günstiger machen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch viele Friseursalons, die dann halt auch diese Kinderhaarschnitte nicht versteuern. Das ist jetzt ein anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Glaubst du das wirklich? Weiß ich nicht. Nein, okay. Also natürlich, kann ja auch auf Biegen und Brechen jetzt einen Kinderhaarschnitt sehr günstig machen, versteuere den nicht, macht dabei sogar Verlust. Was auch. Naja, warum? Aber auf jeden Fall, dann sie so, ja, das geht ja gar nicht, also nee, das zahle ich nicht, bla bla bla, hin und her und unnötiges Drama. Und ich daraufhin halt, sie können sich doch informieren. Unsere Preise sind doch öffentlich, für jeden zugänglich. Können Sie doch ganz normal schauen. Oder man kann ja auch vorher einfach fragen, so hey, am Telefon oder wenn man reinkommt, hey, was kostet es denn?
Und dann, wenn man jetzt sagt, oh nee, also das habe ich jetzt so und so eingeschätzt, um Gottes Willen, dann ist es doch gar kein Problem. Ist doch keiner gezwungen. Ein ganz spannendes Beispiel. Wie siehst Beispiel. Du das denn? Ich finde das grandios, das Thema. Ich kann auch mal aus unserer Erfahrung berichten, wie wir das lösen. Mhm. Also, ganz wichtig, ich arbeite jetzt, oh Gott, Unternehmer. 12.12.2004 habe ich meinen ersten Salon eröffnet. Da war ich noch alleine. Danach Ach. Kam mein Zwillingsbruder dazu, 2 Jahre später. Und dann auch mein geliebten Geschäftspartner, der Stefan, Marketer, also Marketing-Spezialist und Profi, der Stratege bei uns im Unternehmen. Und der ist sehr, sehr cool. Von dem lerne ich jeden Tag etwas. Immer noch. Und das ist so krass. Ich erkläre auch, warum. Ich habe das Friseurgehen geerbt. Friseur, Friseurmeister, alles machen dürfen und. Aber manchmal muss man auch mal Abstand nehmen. Und zwar rational denken. Beispiel. Bei uns gibt es seit genau jetzt 20 Jahren, bald 20 Jahren, immer ein Beratungsangebot. Das bedeutet, wir machen immer Kostenvoranschläge. Mhm. Bei uns kassiert kein Stylist, also bei uns fängt kein Stylist vorher an zu arbeiten, bevor der Kunde nicht den Preis kommuniziert bekommt. Wir arbeiten heute mit Tablets, das heißt, der Kostenvoranschlag wird digital gemacht am Bedienplatz über Tablet und ist dann in der Kasse verankert. Das heißt, wenn da noch Ergänzungen dazukommen, wird es dann erhöht, preislich oder durch die Dienstleistung. Jetzt kommen wir mal zum Preis Kind. Wir hatten die Diskussion die letzten gefühlt 15 Jahre. Vielleicht auch 16. Vor 4 Jahren haben wir es geändert. Ganz spannend. Und zwar haben wir gesagt, Frau Meier, wenn Sie die Zeit eines Top-Stylisten buchen, bezahlen Sie die. Ich kann Ihnen aber ein Angebot machen. Und das Angebot gilt nur so lange, wie wir die Ressourcen haben. Und das Angebot ist, wenn bei uns der Damenhaarschnitt 60, 55, 80 Euro kostet, dann wird der Kinderhaarschnitt von einem Assistenten, also einem Auszubildenden umgesetzt. Auf diesen Haarschnitt bekommen Sie 50% Nachlass. Mhm. Buchen Sie aber den Stylisten, den Top-Stylisten, dann kostet der Haarschnitt Euro X. Ja. Und diese Klarheit haben wir so durchgezogen. Es war nicht einfach, wir sind in einem Wohngebiet. Super Lage, keine Frage, aber da sind sehr viele Familien mit Kindern. Wir haben es plausibel erklärt, wir haben die Leute vorher aufgeklärt, wir haben nicht gesagt, ab heute ist es so, sondern wir haben dem 3 Monate Vorlaufzeit gegeben. Wir konnten alle sozusagen daran gewöhnen, wenn du den Master, also den Top-Stylisten buchst, dann zahlst du den bitte auch. Ja. Möchtest du das nicht bezahlen? Wir haben eine Alternative, die ist nicht immer da. Wir haben Auszubildende, aktuell sind es 5. Dann gehen Sie bitte zu einem dieser Assistenten, die können das, unter fachmännischer Leitung wird es auch kontrolliert, also keine Sorge, das wird richtig gut. Aber dann zahlen Sie gerne darauf. 50%, also die Hälfte. Und macht ihr dann trotzdem vorher noch einen Kostenvoranschlag auch beim Kind? Selbstverständlich. Warum machen wir das? Wenn die Kinder älter werden, wissen sie was als Damenkundin zahlen. Spannend. Ja, interessant, weil dieses Thema hatten wir eben dann auch, daraufhin haben wir natürlich auch besprochen, okay, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Situationen um? Dass solche Missverständnisse ja gar nicht genau, und dann haben wir halt auch überlegt, lohnt sich ein Kostenvoranschlag bei einem Kinderhaschen, bei einer Laufkundin, die spontan reinkommt? Ever, immer, immer, sichert euch ab. Aber wie, jetzt ist die Frage, wie kommuniziere ich den Kostenvoranschlag? Denn ich persönlich will ja auch nicht, dass es so rüberkommt, wie diese Geschichte, die man mal gehört hat, dass einer zu Porsche reinging mit einer Jogginghose und dann ein Verkäufer wohl gesagt hat, Entschuldigung, aber ich glaube, für Sie haben wir hier nichts. Und der wurde dann gekündigt, weil der Mann wohl stinkreich war und 10 Porsches gekauft hat. Man will ja der Kundin auch nicht zu nahe treten und ihr unterstellen, das wäre jetzt zu teuer. Eileen, du bist es. Du kommst zu uns. Dann frage ich im Vorfeld, Aline, möchtest du im Vorfeld wissen, was die Dienstleistung, die wir heute umsetzen, kostet? Ja oder nein? Ach so. Ganz entspannt, okay, jetzt pass auf. Jetzt sagt die Aline, nein. Was macht der Jörn trotzdem? Aline, wenn wir heute waschen, schneiden, föhnen, Balayage, das umsetzen, kostet es heute 380 Euro, passt das? Mhm. Ja, ich sag's nicht, vielleicht, ich leg's dann trotzdem hin und visualisiere dir das. Was habe ich gesaved? Dass ich mit dir in 3 oder 4 Stunden an der Kasse nicht diskutiere. Ja. Sofort. Ja. Und das habe ich einen Tipp und einen Wunsch. Ich weiß ja schon, wer euer nächster Gast sein wird. Fragt mal, wie es bei ihm läuft, weil da haben wir es eingeführt. Also, ja, ich glaube, das ist. Der Jörn weiß schon mehr als ihr, Freunde. Ja, da haben wir es eingeführt. Ja. Und seitdem, glaubt mir eins, fragt nach. Ja. Das ist der Hammer. Ja, wir kennen das Thema ja auch von euch und haben das schon öfter gehört, aber. Wir dachten oder haben halt darüber gesprochen, dass wir das vielleicht bei Haarschnitten nicht machen. Aber eigentlich ist es ja einfacher als gedacht. Vielleicht werden wir da morgen auch nochmal richtig gute Impulse zu bekommen. Ja. Absolut. und ich meine, was wir jetzt für uns seit
ich glaube, vor 2 Jahren oder so angefangen haben, ist, also zum Thema Preisklarheit, ist schon mal, dass wir die Einzelleistungen gar nicht mehr drin haben, sondern wirklich das Paket. Mhm. Was zahle ich denn wirklich am Ende? Weil ja, man sieht schon trotzdem in dem Paket, wie viel jede einzelne Leistung kostet und wert ist, aber... Aber was bringt es mir denn zu wissen, was nur das Auftragen der Balayage-Technik kostet, ohne Auswaschen, ich gehe ja nicht mit Folien nach Hause, ohne Glossing, ohne die Pflegebehandlung, ohne den Haarschnitt, nein, absolut. Ohne das Styling, weißt. Und wir haben halt dann irgendwann gesagt, okay, es ist ja ein Unding, wenn da ein Preis steht und jemand liest Balayage, keine Ahnung, 150 Euro und am Ende kostet es aber 290 Euro und man denkt sich, also es ist... Ist ja völlig untransparent hier. Ja, und das ist das Spannende. Ich mache ein Beispiel. Das ist sehr einfach zu erklären. Jetzt machen wir, ihr macht jetzt sehr, sehr viel Balayage. Aber die Zuhörerinnen, vielleicht sind die noch gar nicht so weit, wie ihr es schon sagt. Weil ihr macht es ja schon grandios. Und das ist natürlich schon, versteht ihr, also da ist, für den einen oder anderen ist da noch ein sehr weiter Weg. Ich mache es anders. Ich habe eine Kundin, da kommt so ein Typ wie ich morgen in euer Salon und sagt, ey, jetzt fangt mal an, gebt noch mal mehr Gas. Das ist schon geil, aber es geht noch geiler. Dann sagt die erstmal, ja, lass den mal reden. So. Jetzt kommt die erste Erfahrung und ich sage der Kundin, komm, wir machen noch zum Waschen, Schneiden, Föhnen, ein Glossing, wir machen dann noch vielleicht Wimpernfärbe und Augenbrauenzupfen und dann noch Lockenstyling, was viele ja nicht kostenmäßig bezahlen, aber bei uns kostet das 15 Euro bis 18 Euro mehr. Mhm. Aufwand, weil ich mache nicht All-In, weil keiner bei uns in den Salon kam auf die Welt mit einem Styler in der Hand. Das haben die alle gelernt und ich verschenke gerne keine Leistung. Also das wird bei uns separat bezahlt. Wenn die Kundin das nicht weiß, steht sie an der Kasse, bei uns kostet heute Langhaarschnitt 71 Euro und dann geht sie raus und zahlt dann für diese Leistung, keine Ahnung, 155. Ich will ja kein negatives Gefühl mitgeben. Ja. Was ich vorher mit der kläre ist, Frau Meier, passen Sie auf, wollen Sie heute halb schön oder sehr schön aussehen? Sehr schön. Ich habe noch ein paar Ideen für Sie. Wollen Sie die mal hören? Ja. Charmant. Ja. Und dann gehen wir raus und sagen, wenn wir das umsetzen, kostet das heute 155 Euro. Jetzt sagt natürlich nicht jede, yippee-yay, geil, mache ich. Mhm. Von 10 sagen vielleicht 7, komm, mach. Die anderen 3 sagen, ah, ist ein Tick zu teuer. Was passiert aber jetzt? Jetzt kann ich es visualisieren und kann sagen, streichen Sie oder schieben Sie das bitte weg, was Sie nicht wollen, weil übrigens heute geht es um Ihre Schönheit. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich mache noch schnell einen Kaffee für Sie und wir sehen uns gleich. Aha. In dem Moment, was passiert mit der, die da sitzt? Er ist ein Fuchs. Ja, na klar. Was passiert? Ja, klar. Nee, Reflexion. Ja. Und du denkst dir, ganz nach unserem Motto, lass dich verwöhnen. Du willst es dir gut gehen lassen. Du bist, ich glaube, das hast du doch das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, gesagt. Wenn du zum Friseur gehst, bist du nicht Familienvater, bist du nicht Familienmutter. Du bist du und du hast Zeit für dich und diese Zeit sollst du genießen. Wir sagen sehr klar, das Rollenverständnis muss klar sein. Und zwar einmal, wer bin ich als Stylist, aber wer kommt zu mir? Wenn die Aileen jetzt bald Mama ist, wird sie irgendwann auch mal eine Me-Time, also eine Ich-Zeit brauchen. Und die Kunden kommen zum Balayage, korrigier mich bitte, wenn 2-mal im Jahr. Vielleicht nochmal zum Auffrischen ein 3. Mal oder wie auch immer, vielleicht auch ein 4. Mal. Höchstens 4-mal, ja. So sieht's aus. Aber das sind ja in 12 Wochen... Einmal 3 Stunden für mich. Ja. Aber wann nehme ich mir die? Mhm. Das heißt also, aus Endkundensicht ist das mein Highlight im Quartal. Voll, ja. Ich feiere das ab. Ja. Aber wenn hinter mir einer steht, der das gar nicht das Verständnis gar nicht mitbringt, dass es dein... Der nur negativ gelaunt ist am Ende. Ja, der auch gar nicht bereit ist. Also, du kennst unser Thema. Wir referieren ja sehr stark vom Kundenwunscherfüller weg hin zum Experten und Berater sich entwickeln. Weil Wünsche erfüllen, alle Anmeldebücher, also die voll sind oder gut gefüllt sind, da muss ich doch gar nicht mehr sagen, bitte, bitte lassen Sie sich die Haare schneiden oder bitte, bitte, darf ich heute bei Ihnen die Tränen umsetzen? Stopp, das ist was? Ja, das ist ein Wunsch. Der Kunde hat das angemeldet. Ja. Jetzt kommt aber das Zweite, was ich ganz entspannt, also wirklich spannend finde. Jetzt meinen ja alle Stylisten, ganz kurz, ich habe ja beraten, wie das aussehen soll. Nee, hast du nicht. Du hast den Wunsch ermittelt. Du hast gar nicht beraten. Beraten ist mehr wert, weil in Beratung steckt drin Rat und Tun. Daraus entsteht ein Mehrwert. Und automatisch entsteht aus dem Mehrwert, ganz verrückt, ich bin in den Augen der Kundin mehr wert. Sehr interessant. Passend auch wieder zu unserer letzten Folge. Da haben wir ja am Schluss auch noch ganz kurz gesagt, dass wir, also da haben wir über Beratung gesprochen und haben zum Ende auch gesagt,
dass wir jetzt eigentlich nur drüber geredet haben, was die Kundin sich wünscht, aber wir hatten gar keine Zeit mehr drüber zu reden, was man denn dann noch zusätzlich machen kann und dass das halt auch zur Beratung definitiv dazugehört. Und es geht ja dabei gar nicht darum, dass wir jetzt eine Zusatzdienstleistung oder ein Produkt verkaufen. Nee, es geht ja nicht. Es geht ja vielmehr darum, dass wir alles, also alles in unserer Macht Stehende tun und empfehlen und beraten, um deine Haare noch schöner zu machen. Dein oder allgemein, um Haartraum dich zu erfüllen. Gut fühlen zu lassen. Ja. Ich überleg mal, wir waren im Jenkins Education Day. Ich habe dort 2-3 Charts gehabt, das war interessant. 1-2-3 Kunden haben mich dann darauf angesprochen und gesagt, ey, war cool. Warum? Ich habe ein neues Mindset bekommen. Ich erkläre euch gerne, warum mir das wichtig ist, das Thema nochmal aufzugreifen. Nimm das Arztbeispiel. Wenn du deinen Sohn geboren hast und du gehst zum Arzt und der fragt dich, Entschuldigung, damit dein Junior gesund wird, das 6. oder 7. beste Medikament. Was würdest du dem sagen? Ich hätte gerne das. Das Beste, das Erstbeste. Genau, also wie wollt ihr zwei behandelt werden im Leben? Fair oder unfair? Fair. Natürlich fair. Alles klar, und eure Kunden, die im Salon sind? Natürlich fair und immer mit dem Besten. Und jetzt reflektiere ich die deutsche Situation. Wir wollen nicht das Beste. Warum? Dann hätten wir nur noch Premium-Pflegen, nur noch perfekte Haare. Beispiel, wisst ihr, wie viele Ansatzfarben in Deutschland gefärbt werden, ohne darüber zu reden, Längen- und Spitzenausgleich umzusetzen? Das geht doch keiner aus dem Salon in München, Hamburg, Berlin und sagt, ey, ich habe die geilste Ansatzfarbe ever. Ich habe zwar 90% nicht farblich verändert, aber ist egal. Ich habe die geilste Ansatzfarbe in Deutschland bekommen. Wer macht das? Ja. Versteht ihr, aber wem sein Job ist das? Das ist auch unser Job als Berater. Und das nennt man Wahrnehmung. Wir haben in jedem Salon, das verspreche ich jedem Unternehmer, wenn ich komme, jeder Damen pro Kopfumsatz erhöhe ich euch um 10 Euro. Gar kein Problem. Und jetzt manche rechnen und sagen, ah, ich habe 4.000 Kunden. Ja, dann könnt ihr, liebe Zuhörer, 40.000 Euro einkalkulieren. Das ist kein Jackpot, Garantie, ohne Preise zu erhöhen. Und das ist die Kunst von uns, das zu matchen und den Leuten zu erklären, wie funktioniert sowas. Und eure Reise ist ja noch gigantischer. Ja, ihr habt ja ein Mega-Wachstum in den letzten Monaten erwirtschaftet. Das kommt ja daher, weil ihr investiert in euer Unternehmen. Ja. Nur deshalb ist das so, wie es heute ist. Kommen wir damit schon zum Schritt 3 sogar? Des Geheimnisses? Ja, klar. Also investieren, damit hast du mich gecatcht in dem Moment. Denn es ist so, ob ich nun in Weiterbildungsmaßnahmen investiere, in neue Ideen, in eine Analyse, in die richtigen Ratgeber, Coaches, Berater, in Marketing. Es geht ja auch nicht nur um Geld investieren, sondern auch Zeit investieren für die richtigen Dinge. Oder auch für die richtigen Personen, also auch die richtigen Mitarbeiter. Also das muss man jetzt einfach mal sagen, investieren heißt immer ein gewisses Risiko. Kommt natürlich ganz darauf an, welches Investment und für was. Aber man muss halt bereit sein dafür. Mhm. Ich würde sogar sagen, genau wie bei euch ja auch, die Zuhörer ja auch, ganz spannend, wenn ich Geld investiere, ich mache Aktien, kann ich Aktien beeinflussen? Nee. Kann ich Kryptos beeinflussen? Kann ich klassische Versicherungen beeinflussen? Also es kommt darauf an, wer du bist. Kann ich das als Friseurunternehmer, ich investiere das, ich kann das alles gar nicht beeinflussen. Schwierig. Aber jetzt überlegt euch mal, ich investiere in mein Business. Kann ich komplett beeinflussen. Das ist alles. Ja. Ich mache ein Beispiel, wir haben Salons, keine Ahnung, wie viele das dieses Jahr wieder waren, Vergleich 23, 24, unfassbar viele, die ein Wachstum hatten, die haben 10 Mille investiert im Jahr. Ja und? Wenn ich euch, sagen wir mal, 50, 60, 80, 100, 130.000 bringe, wo ist das Problem? Ja. Das müssen die Leute verstehen. Nee, es sind keine Kosten, es ist ein Invest. Ja, ich muss mitmachen. Das Beispiel ist für mich immer wichtig. Die Erfolg kommt auch von die Leistungsmöglichkeit zu erstellen. Leistungsmöglichkeit bedeutet, ich komme in Salons rein, die haben einen Investitionsstau, das sind Salons, die sind 20 Jahre nicht erneuert worden. Ja, glaubt ihr, dass die Kundin, die Endkonsumentin, keine Ahnung, 23 bis 30, die bereit ist, 300, 400, 500 Euro auszugeben für einen geilen Look, dass die in einen Salon geht, der 20 Jahre alt ist? Nee. Okay, also haben wir schon bei vielen die Problematik, dass die Salons viel zu alt sind. Ja. Und manche sagen noch, nach 20 Jahren, der sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Ja. Das heißt, mein Mindset ist überhaupt angestaubt. Ja, aber hier kommt ja auch noch das Problem dazu, was jetzt wieder die letzten Folgen und einfach immer wieder in den Raum kommt. Ja. Mache ich jetzt seit Jahren dann auch, wenn wir es einfach, lass uns ehrlich reden, mache ich seit Jahren Schwarzarbeit, dann werde ich natürlich
ja auch das Problem haben, dass ich gar nicht genug Geld habe, um mir für 80.000 Euro eine neue Einrichtung zu kaufen. Denn, naja, woher? Ja, genau. Ist halt nicht auf meiner BWA, aber auf meiner BWA habe ich 2.000 Euro Gewinn gehabt und darf, also ohne, dass ich mir einen Unternehmerlohn ausgezahlt habe. Ja. So. Ja, komisch. Also nicht überlebensfähig. Ehrlicherweise Bürgergeld beantragen. Das muss er. Ja, ja, bitte. Das nächste haben wir gesagt, Leistungsmöglichkeit. Okay, die sind ja da. Die Rahmenbedingungen, wenn ich die geschaffen habe, alles cool. Und ja, ich kann jedem sagen, im Schnitt die Salons, die wir verändern, im Jahr, wenn das zwischen 20 und 25, die umgebaut haben, ja, die haben locker im schlechtesten Fall 15% Neukundenanteil, im besten Fall 25-28%. Ja. Ja, klar, der Invest ist sofort neutralisiert. Krass. Das nächste ist aber die die Leistungsfähigkeit. Und das ist das, warum ihr ja auch erfolgreich seid. Die Möglichkeiten, ihr habt investiert, geil. Jetzt sagst du 10.000 Euro. Ja, das wird vielleicht irgendwann 15.000 oder 20.000 sein, wenn es um Weiterbildung bei euch geht. Aber das Spannende ist, ihr qualifiziert die Leute. Mhm. Ihr habt die perfektesten Produkte. Ja? Vella, einfach geil, sage ich immer wieder gern. Ja. Warum? Weil die Bandbreite dieser Farbdienstleistung und auch der Pflegerituale, die sind stimmig. Das Nächste ist, ich habe sie nicht nur, sondern ich habe trainiert, wie ich sie einsetze. Und denk dran, du hast hart trainiert die letzten 2 Jahre. Ja, Farbverständnis, Farbgefühl, Dienstleistung, Farbrezepturen, versteht ihr? Da entwickelt ihr euch ja täglich weiter. Ja. Das ist ja, du bleibst ja nicht stehen, oder? Also, das ist gegen meine Natur. Ja, das ist verrückt. Ja, und deshalb sage ich ja, du arbeitest, du leistest die Performance, du schaffst die Rahmenbedingungen, du schaffst aber auch die Zeit in deinem Unternehmen, dass das trainiert werden kann in der Arbeitszeit. Ja. Das musst du ja mit einkalkulieren, deine Preise. Voll, ja, das stimmt. Versteht ihr? Klar. Ja. Also eine gewisse Qualität zu schaffen, hat natürlich immer seinen Preis. Das ist so. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt nochmal. Leistungsmöglichkeit, die Fähigkeit. Jetzt kommt das Allerwertvollste, woran wir in der Branche auch als Berater immer wieder arbeiten müssen. Auch am Mindset der Unternehmer, das ist die Leistungsbereitschaft. Und die trifft nicht nur beim Unternehmer zu, sondern vielmehr beim Mitarbeiter. Ist er denn bereit, den Weg, den der Unternehmer vorgibt, auch mitzugehen? Wenn du nicht kannst, kein Problem. Ich helfe dir. Wenn du nicht willst, wird es schwer. Ja. Das hatten wir schon mal von dir gehört und das hast du dir auch immer gemerkt, ne? Ja. Kannst du nicht oder willst du nicht? Ja. Und jetzt sage ich mal ganz offen und ehrlich, schau mal. Wenn ich dich jetzt frage, würdest du meine Haare schneiden? Klar. Ja, und wenn du jetzt sagst, nee, ich kann nicht oder ich will nicht, komm doch aufs selbe raus. Das Ergebnis ist doch dasselbe, ob du es jetzt nicht kannst oder nicht willst. Aber an dem einen kann man was ändern und an dem anderen halt nicht. Achte darauf. Ja. Und das ist das Spannende, genau wie du sagst, Eileen. Wenn jemand, ich mache ein Beispiel, ich will gerne, aber mein Unternehmen fördert mich nicht. Ja. Ja, ich kann es zwar nicht, aber ich würde es gerne können. Das sind die geilsten Mitarbeiter, die ihr einstellen könnt. Mhm. Weil die trainieren, sind fleißig, bringen Modelle, die sind außer am freien Tag sind die da, die haben Lust. Attitude. Ja, und wenn du die kriegst, stell die sofort ein. Mhm. Always higher attitudes, attitude, not skills. Mhm. Und das ist so krass. Und jetzt gibt es die anderen, die könnten, aber die wollen nicht. Ja. Und das sage ich auch in meiner Positionierung als Unternehmen, ich will die gar nicht. Mhm. Also wenn ein Unternehmer da draußen sitzt und sagt, ey, ne, Salonimpuls macht, ja, die übernehmen alles. Nee, machen wir nicht. Wir geben Leitplanken und helfen euch, ein geiles Geschäft zu machen. Ja. Aber ich kann dir, ein gutes Beispiel ist immer, ich baue dir das geilste Fitnessstudio. Die neuesten Geräte mit Klimaanlage, die Energydrinks stehen schon da, der Fitness- und Ernährungsplan, der liegt schon alles bereit. Aber ich kann für dich als Unternehmer nicht schwitzen. Das muss ich schon selber machen. Ja. Ja, ich kann nicht trainieren. Ja, trainieren musst du selber. Ja. Aber ich kann die Rahmenbedingungen bauen. Und das ist der Job von uns. Mhm. Das muss man verstehen wollen. Und wer das versteht, ja, wir haben Salons, das habe ich eben erzählt, so viele Salons, die jetzt das erste Mal im Jahr 23 die Millionen-Euro-Grenze überschritten haben. Wahnsinn, ja. Also wirklich, vor 8 Jahren, da waren manche dabei, die haben kein Geld verdient. Das sage ich offen, die haben kein Geld verdient. Ja. Was ist denn passiert?
ja, ich habe ja keinen Haarschnitt bei denen gemacht oder eine Farbberatung. Ja, klar kann ich das, aber das ist nicht mein, das will ich gar nicht mehr. Ja. Mein Job ist, als Berater tätig zu sein und einen Rat zu erteilen, wie du dich zu verhalten hast in der Situation, die vielleicht heute ist, aber auch in Zukunft auf dich zukommen kann. Ja. Und die Klarheit bringen wir auch mit. Wachstum kommt von regelmäßig sich zu hinterfragen, aber auch mal die Erfolge zu feiern, wenn sie da sind. Mhm. Ja? Haben wir eben ein tolles Gespräch gehabt, eine tolle Mitarbeiterin, einen grandiosen Job bei dir gemacht. Hey, die muss das feiern. Ja. Cool wäre, wenn wir morgen eine Flasche Shampoos mitholen und das, ja, du lachst. Ja, ja, keine Ahnung, aber ja, das wäre doch cool, weißt du, ja, zu sagen, hey, hast einen grandiosen Job gemacht, danke, und jetzt geht's weiter. Ja. Das ist so für mich wichtig. Jetzt sei die Frage, wo wir die noch kriegen, ne? Ich besorge sie. Ich habe sie im Auto. Nein, Quatsch. Quatsch. Aber wie sieht, das ist ja, ja, wir halten manchmal zu selten an, ja, und genießen diese Momente. Auch weil die Aussicht auf dem Weg, auf die Bergspitze quasi, so, ja, auf dem Weg zur Bergspitze. Wenn wir uns im Büro auch über dich unterhalten, dann sagen wir immer, wow, guck dir mal an, wie jung er ist, was er schon erreicht hat. Okay. Ja, das ist ja, versteht ihr, das ist ja die Wahrheit. Und ja, ich gehe weiter in die Branche, ich habe ja da ein paar Superstars, die ich auch mag. Und ich mag sehr viele erfolgreiche Menschen. Und das Schöne ist, ich gönne jedem seinen Erfolg, weil ich weiß, wie hart die Menschen, ja, dafür gearbeitet haben und die Stunden. Heute siehst du das Ergebnis, aber du siehst gar nicht, was hast du die letzten, ja, 10 Jahre dafür geopfert? Man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs. Ja, was hast du denn geopfert? Aber Zeit. Ich glaube, Menschen, die erfolgreich sind, wie du, die gönnen auch, wie du es sagst, anderen Menschen den Erfolg. Denn wenn ich selber dafür geschwitzt habe, hart gearbeitet habe, so viel Fleiß investiert habe, Zeit, Mühe und so weiter, und es dann aber auch erreicht habe, dann weiß ich, dass auch die anderen nicht geschenkt bekommen haben. Und lass einen von 100 geschenkt bekommen haben. Mein Gott. Ja, das ist auch in Ordnung. Dann. Soll er haben. Glückskinder. Ja. Aber dann muss er trotzdem was dafür tun, um es aufrecht zu halten. Ja, klar. Genau. Und das, ja, ist Wachstum. Ja. Stillstand ist Rückschritt. Ja. Wenn wir, was haltet ihr davon als Schritt Nummer 4? Also wenn wir als Schritt Nummer 4 nach Schritt 3 investieren, auch an Schritt 4 nochmal denken, Wachstum. Ups. Ja. Ja, ich habe gerade auch drüber nachgedacht, dass das ja auch gar nicht so ist, dass man diese Hilfestellungen, wie jetzt zum Beispiel von euch, nur unbedingt braucht, wenn es schlecht läuft, sondern halt auch, wenn es gut läuft, damit es halt noch besser laufen kann. Und das ist, ja, die perfekteste Aussage, die du treffen kannst. Ich kenne viele Unternehmer, die waren, wie soll man sagen, also wenn du als Friseurunternehmer eine Verantwortung trägst, ich mache so ein einfaches Beispiel, ein Friseurmeister hat einen Kostenfaktor in Deutschland, im Durchschnitt 48.000 Euro kostet der den Unternehmer. Mhm. Jetzt überlegt euch mal. Wollen wir ganz kurz noch einen Raum werfen, weil du sagst, kostet er den Unternehmer? Inklusive Arbeitgeberanteile, ne? Genau, genau. Also lassen Sie das mal, ja, genau, wollte ich nur mal kurz. Ganz wichtig, ja, ja, um das bezahlen mit seinem Bruttolohn, Nebenkosten, alles, was dazu gehört, Investitionen, Weiterbildung, alles. Das, so, jetzt überlegt ihr mal, ich komme in Salons, die haben 40, 50, 60.000 Euro Gewinn. Die erste Frage, die ich mir stelle, weil der Unternehmer muss sich ja noch ein Stück weit höher absichern, wie letztendlich dann der Angestellte, wenn er natürlich jetzt nicht in die gesetzliche Kassen einzahlt, sondern für sich selber verantwortlich ist, vielleicht hat er noch eine private Krankenversicherung. Bei 60.000 Euro Gewinn bleibt halt auch nicht wirklich viel übrig. Ja. Was ich dann immer sage ist, du wirst heute bezahlt als angestellter Friseurmeister. Mhm. Aber wo ist dein Unternehmerlohn? Mhm. Und dann fangen die meisten an zu reflektieren und sagen, ja, wie meinst du das denn? Sage ich, ja, du hast doch eine gewisse Verantwortung. Ja, du zahlst Miete, du zahlst Gehälter, aber wo ist der Lohn dafür? Ja. Und das ist im Moment sehr fatal durch die Kostenstrukturen, die jetzt aktuell passieren, dass immer, nicht alle, bitte nein, aber sehr viele, einfach gar kein rentables Geschäft mehr machen. Mhm. Und die wissen auch nicht, wie sie da rauskommen und sind zu stolz, auch Menschen um Rat zu fragen. Und das, ja, ist der falsche Ansatz, weil ich, ja, glaube, dass da draußen unfassbar gute Handwerker sind, die grandios sind in dem, was sie leisten, aber sich nicht die Hilfe einkaufen, die sie benötigen, damit sie wachsen können, um letztendlich für sich auch ein erfüllteres Leben zu führen. Ja. Ich denke, das war übrigens nochmal der Punkt, der mir vorhin nicht mehr eingefallen ist, als ich gesagt habe, verflixt, dass man ja nicht vergessen darf, zu einem, also im Einzelunternehmen, also seit wir jetzt auch seit letztem Jahr eine GmbH sind, haben wir nochmal eine andere Denkweise, weil ja in der GmbH doch alles anders läuft als im Einzelunternehmen. Und im Einzelunternehmen hast du deinen Gewinn, lass 50.000 Euro sein,
Und die musst du ja komplett versteuern. Ob du dir davon 10 oder 50 auszahlst, musst du die so oder so versteuern. Also die vollen 50. Mit deiner Einkommenssteuer. Mit deiner persönlichen Einkommenssteuer. Und das Ding ist, es wird einfach nie dran gedacht, glaube ich, mir erstmal meinen Lohn auszahlen. Wenn ich nun an Mitarbeiter XY denke und mir denke, okay, hat jetzt so und so die und die Dienstleistung umgesetzt, bekommt jetzt dadurch auch seinen Lohn, Provision, was auch immer, dann glaube ich, dass man das bei sich selber nicht rechnen würde als Selbstständiger. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Man vergisst das so zu rechnen und denkt sich, ja, okay, wenn ich 40.000, 50.000 Gönner, bist doch cool. Kann ich von leben, vielleicht noch ein bisschen was in der Tasche. Aber wo ist das Geld erstmal, was ich ja als mein Lohn habe, dann das Geld für die Steuern und dann brauche ich ja noch Geld für die neue Saloneinrichtung nach 7, 8, 9 oder 10 Jahren. Wir wollen ja nicht nach 30 Jahren dieselbe Einrichtung haben. Hatten wir ja vorhin das Thema. Also ich brauche ja auch Rücklagen. Ja. Rücklagen. Was ist, wenn mal wieder eine schwere Zeit kommt? Pandemie. Ich meine, toi, 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 hoffen wir, dass sowas niemals wieder kommt. Aber es war da und sowas kann rein theoretisch schnell wieder passieren, dass wir einen Lockdown haben. Habe ich genug Rücklagen dafür? Habe ich mal im Topair-Magazin gelesen, sagte einer, dass man mindestens für 3 Monate, wenn man 3 Monate lang keinen einzigen Cent einnimmt, genug Rücklagen haben sollte, um diese 3 Monate überbrücken zu können. Um weiterhin Löhne, Miete und so weiter alles bezahlen zu können. Fixkosten. Und auch mindestens seinen eigenen Lohn. Ja, der zählt ja dazu. Den sollte man nicht vergessen. Ja, absolut. Und um das abzurunden, in der GmbH bist du Angestellter deines Unternehmens und du kriegst ein festes Gehalt, wo du automatisch dann natürlich deine Nebenkosten, die dann letztendlich anfallen, direkt abgeführt werden vom Unternehmen. Ja. Und das ist der feine Unterschied. Das ist viel besser kalkulierbar in eurer Situation. Und die Frage ist halt immer, wann macht es Sinn, wenn man Werte aufbaut, diese natürlich durch eine GmbH, die Privatvermögen dann irgendwann abzusichern. Ja. Und da sind viele noch gar nicht. Da seid ihr auch schon einen Schritt weiter wie der eine oder andere. Die Entscheidung, warum und wieso, die habt ihr ausführlich mit Steuerberater besprochen. Wir haben in Deutschland auch GmbHs und in Luxemburg nennt man das SARL, das ist dieselbe Geschäftsform. Das ist also auch eine GmbH. Genau, eine GmbH-Form, genau. Und das Interessante ist einfach, strategisch sich auch so zu positionieren, wenn man irgendwann Werte schaffen möchte. Und Werte schaffen, das bedeutet für uns, wir arbeiten mit sehr vielen Menschen zusammen, die irgendwann sagen, oh Gott, Altersabsicherung, ja, wie sieht die denn aus? Wir können nur jedem anraten, sofern das möglich ist, das eigene Ladenlokal zu kaufen, um letztendlich sich nicht die nächsten 30 Jahre lang einem Vermieter, keine Ahnung, jedes Jahr zwischen, keine Ahnung, 24.000 oder 30.000 Euro in den Rachen zu werfen. Das können sie auch selber für sich anlegen und dann letztendlich in 20 Jahren ihr eigenes Ladenlokal finanzieren, weil dann haben sie einen Wert geschaffen. Und neben dem Wert des Objektes haben sie auch den Wert ihres Salons. Weil der hat ja auch, wenn ich irgendwann in Rente gehe, einen Wert. Wenn ich aber nicht modernisiere, 20 Jahre das Geschäft so laufen lasse, dann ist der Kaufpreis sehr niedrig und auch nicht attraktiv für mich als junger Friseur, irgendwann das Geschäft übernehmen zu wollen, weil ich einfach einen Investitionsstau habe. Und deshalb gibt es ganz viele Möglichkeiten, mich unternehmerisch einfach anders beraten zu lassen. Oder wünsche ich mir einfach, dass die Steuerverwalter irgendwann auch ihrem Beraterjob gerecht werden. Ja. Ich glaube, da werden dir alle zustimmen, dass ein Steuerberater auch beraten sollte und nicht nur verwalten. Jetzt kommt das Witzige. Das Tolle ist, wenn man reflektiert, ich sage dann immer und hinterfrage sehr zynisch, was hast du denn bei deinem Steuerberater gebucht? Ja, Buchhaltung, ne? Der macht Steuern. Ja, wann hast du denn mal eine Beraterstunde gebucht? Okay? Ja, stimmt. Die Begrifflichkeit ist falsch. Steuerberater, das ist aber so, ich kann es ja nicht ändern. Ja. Aber wann hast du denn, wir buchen regelmäßig, also wirklich 3 bis 4 Mal im Jahr, Gespräche mit unserem Steuerberater, die zahlen, die kosten natürlich auch 250 Euro, ist kein Problem. Ja. Aber das ist aber ein Invest. Ja. Das ist wieder ein Invest, weil du holst es dir ja wieder zurück. Oder alleine, wenn du, das ist einfach wieder der Punkt, wenn du da oder auch bei der Top-Hair-Messe oder auch bei einem Seminar nur eine Kleinigkeit bekommst, dann ist die eine kleine Idee, kann Tausende, Abertausende Euros wert sein.
Absolut. Und das Wichtige ist einfach, ich meine, ich weiß das, wenn du 45 Stunden am Stuhl stehst, verstehst du, noch irgendwas anderes managen musst. Du bist derjenige, der die Familie dann vielleicht auch noch nebenbei managt als Frau. Was ist ja auch großartig, wenn ich sehe, wie viel Zeit auch investiert wird von Frauen, die Kinder haben und dann trotzdem noch fast Vollzeit berufstätig sind. Ist Hammer. Also ehrlicherweise, Chapeau. Auf jeden Fall. Ich komme ja in viele Salons, die so aufgestellt sind und die brauchen einfach Hilfe. Und unser Job ist, niemand auf der Tasche zu legen, sondern wir wollen den Menschen helfen, einfach ein besseres, ein sauberes und ein sehr, sehr gutes Geschäft zu haben, wovon sie sehr gut leben können und auch für die Zukunft im Alter abgesichert sind. Mhm. Das ist unsere Devise, das sind unsere Werte, das leben wir einmal für uns, aber auch gerne für die anderen. Ja, voll cool. Wir haben jetzt, finde ich, auch irgendwie so richtig alle Themen mal durch, oder? Also Beratung und Preissetzung und Weiterentwicklung und überall ein paar Impulse. Was halt alles so dazu gehört, ne? Das ist so. Wir können noch Stunden reden. Ja. Also die Themen halt sind never ending, ja. Leute, also wir machen hier eine Nachtschicht. Wir haben 10:30 nachts, sitzen hier nach unserem gemeinsamen Abendessen und ich glaube, wir könnten halt locker bis morgen früh weiterreden. Das könnten wir. Wollen wir noch mal zusammenfassen, was wir denn für Punkte hatten? Absolut. Ich würde eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen. Punkt 1, Analyse, Standortanalyse. Also allgemein denke ich, Analyse erstmal. Bin ich da, wo ich bin, richtig? Habe ich da meine Zielgruppe? Ja, nein. Ja. Für meine Idee, die ich vielleicht heute noch nicht umsetze. Selbst wenn ich schon seit 5 Jahren dort bin. Ich kann das was verändern. Ja, natürlich. Ja. Ich kann auch meinen Standort verändern. Das haben wir auch oft, wo du einfach sagst, ich habe hier gar keine Wachstumschancen. Ja. Was uns ganz oft widerfährt, ist, ich habe einen Salon, der hat 8, 9, 10 Plätze, aber das Team wächst so dynamisch, die brauchen irgendwann 14. Mhm. Ja, dann muss ich mich umorientieren, weil das Objekt es nicht hergibt. Gar kein Thema. Das ist aber dann eine Entscheidung in Wachstum. Ja, ich sehe die Kosten, Umbau, hey, alles auf Seite legen, das ist ein Invest, weil du dauerhaft einfach mehr Geld verdienen kannst mit der richtigen Systematik und der Struktur. Das ist ja auch was auf uns jetzt irgendwann demnächst zukommen wird, dass unsere Plätze nicht mehr für die Mitarbeiter ausreichen werden. Ja. Was heißt das? Wachstum. Auch wenn der Salon, ganz wichtig, also Hintergrund, zweites Objekt, ich werde größer, was auch immer, das ist ein Invest. Das ist ein Invest, den ich tätigen kann. Ja. Und das Wichtige ist, da darf man keine Angst vor haben, so wie es heute vor letztem Jahr in eurem Unternehmen auch gemacht habt. Der Wachstum ist doch da. Und die Reise geht weiter. Warum? Ja. Ihr werdet noch attraktiver. Die Leute wollen wissen, auch die, die vielleicht nicht mehr kommen, die kommen wollen, nie eine Chance hatten, die werden kommen. Ja. Weil die Marke von euch am Standort so eine Bekanntheit hat und über die Grenzen hinaus, dass ich so attraktiv bin und ich komme zu euch und zahle den Preis, den ihr aufruft, weil ich in der Community von euch dabei sein will. Als Endkonsument. Mhm. Ja. Ist so. Dann haben wir Erfolg gehabt. Ganz spannend. Erfolg war ja, neben Standortanalyse auch, zu sagen, was kann ich denn verändern in Zukunft? Woran kann ich arbeiten? Ich brauche mein Mindset. Mhm. Ich brauche die Ziele, ich brauche die Strategie, ich brauche den Plan. Ja, wir sagen ja dazu Salonmanagement. Ich brauche eine Ablaufstruktur, die jeder Mitarbeiter kennt, weiß, eingeschult bekommt und klares Pricing dann bekommt. Und dann haben wir das Thema gehabt, Leistungsbereitschaft, Leistungsmöglichkeit, Leistungsfähigkeit. Ja. Das ist auch ein Riesenthema, wo wir... Stimmt. Waren sogar mehr als 4 Punkte. Es waren viel mehr. Unfassbare Themen. Und wichtig ist, wie du sagst, ich bin verantwortlich ja auch für das, was ich tue. Ja. Als Unternehmer oder auch, ich bin auch verantwortlich, wenn ich nichts tue, verliere ich jeden Tag. Also am Ende, die aktuelle Gegenwart von jedem von uns ist einfach das Ergebnis unserer Vergangenheit. Hört sich erstmal simpel an, aber wenn ich heute Erfolg XY habe, ob körperlich, beruflich, familiär, was auch immer, dann ist es ja normalerweise immer das Ergebnis Vergangenheit. Meiner Vergangenheit und meiner Entscheidungen, die ich getroffen habe. Habe ich mich dazu entschieden, nachts um 10 dann doch noch daran weiterzuarbeiten oder vielleicht nicht? Oder habe ich mich entschieden, vielleicht smart, not hard, zu arbeiten quasi? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Das hat mich ja dann dahin gebracht, wo ich heute bin. Also für jeden von uns gilt das ja. Und genau das finde ich auch mal wieder wichtig, drüber nachzudenken. Jeder ist ja selbst
für alles verantwortlich. Man muss die Verantwortung für sein Leben und für sein Handeln übernehmen. Absolut. Ja. Cool. Investieren war noch? Ich glaube, wir haben schon alles jetzt so gut Preise, zusammengefasst. Alles Beratung, das waren super alles viele Punkte. Ich glaube, was mir persönlich echt ein mega wichtiger Punkt ist, also jetzt explizit auf die Arbeitswelt bezogen, auf Friseursalons, ich finde, besprechen, also wirklich Dinge zu besprechen, ist so wichtig, weil oft denkt man sich, ja komm, ich mache lieber die halbe Stunde mehr Umsatz, anstatt eine Teambesprechung zu machen. Aber wir machen ja jede Woche eine Teambesprechung und ich finde es auch ganz wichtig. Also ich könnte mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. Das ist ja auch eine Art von Investition, die wir hier gemacht haben und die sich für uns auf jeden Fall voll gelohnt hat. Definitiv. Dass wir gesagt haben, wir opfern diese halbe Stunde einmal in der Woche und dadurch konnten wir aber viel mehr wachsen. Ja, und man ist ja auch auf einem gewissen, man erreicht eine gewisse Informationsgleichheit. Ja. Also auch das finde ich persönlich jetzt immer sehr wichtig. Und ich könnte es mir ohne gar nicht mehr vorstellen. Nee. Ohne solche Besprechungen. Weil man in solchen Besprechungen ja auch tolle Seminare, wie das, was wir morgen mit dir erleben werden, auch das nochmal gemeinsam als Team reflektieren kann, besprechen kann. Was war uns besonders wichtig? Was machen wir ab jetzt anders? Ja, woran versuchen wir zu arbeiten? Wie wollen wir weiter wachsen? Absolut. Das können wir als Team noch besser beantworten. Der Austausch, wie du gesagt hast, jeder hat dieselben Informationen, jeder kennt das Ziel. Ja. Das ist super wertvoll. Ja. Cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf morgen. Ich bin richtig gespannt, wie das so wird. Und ich würde sagen, wer noch genauer wissen will, was der Jörn so macht und Salonimpuls, der kann auf jeden Fall bei Instagram und auf der Website mal vorbeischauen. Wir verlinken das alles in den Show-Dings, wie nennt man das? Podcast-Informationen. Podcast-Informations. Da steht auf jeden Fall alles drin und dann kann man da auch nochmal nachgucken und schauen, was ihr alles so macht, weil es ist ja einiges. Das haben wir jetzt gerade auch so erfahren. Auf jeden Fall und schon mal vielen Dank. War sehr angenehm mit euch. Und das können wir nur danke zurückgeben. Für deine Zeit. Was das und für Schönste die vielen Infos. Ist, ich bin der Erste. Ja. Das hat mich so gefreut. Das wirst du auch für immer sein. Super. Das kann dir keiner mehr nehmen. Das ist total schön. Also erstmal vielen Dank auch für euer Vertrauen. Und morgen rocken wir euren Salon. Da habe ich richtig Lust zu. Voll cool, wir auch. Wir freuen uns drauf. Danke für deine Zeit, dass du uns jetzt hier nochmal mit einer Stunde einfach unseren Podcast bereichert hast. Ich hoffe, dass es euch allen auch so gut gefallen hat, Leute. Dass ihr ganz viel Input mitnehmen konntet. Und ja, wir freuen uns aber über euer Feedback. Wir müssen unsere Frage noch stellen. Ach ja, aber, verflixt. Ja, wie wollen wir jetzt die Frage stellen? Weil bei uns geht es ja immer darum, seid ihr mit uns auf einer Haarlänge? So wie der Podcast heißt. Mhm. Aber auf was beziehen wir das in dieser Folge? Vielleicht darauf, dass Wachstum an einem selber liegt? Dass man selbst verantwortlich ist? Oder dass Wachstum allgemein wichtig ist, weil man sonst Stillstand ist Rückschritt? Oder wie hast du das vorhin genannt? Ja, also da bleibe ich stehen, fange ich an, schlecht zu werden. Ja. Warum? Weil meine Kostenstruktur allein aus dem Blickwinkel immer steigen. Und ich muss reagieren. Und das Schlimme ist, ich sollte noch reagieren, also ich sollte eher agieren, ich sollte den Impuls vorher leben, damit ich nicht eingeholt werde. Deshalb, glaube ich, macht das Sinn, das auf das Unternehmen zu beziehen, auf Wachstum, ja, absolut. Ja, dann seid ihr mit uns auf einer Haarlänge, das ist das größte Geheimnis für Erfolg im Friseurhandwerk. Und wahrscheinlich auch überall anders. Können wir doch sagen, Kontinuität ist, oder? Dass man wirklich am Ball bleibt, dass man durchzieht, dass man niemals stehen bleibt. Seid ihr mit uns auf einer Haarlänge? Macht die Umfrage gerne wieder mit. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify und auf den anderen Plattformen, wie euch der Podcast gefällt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet. Schreibt uns auch gerne Nachrichten mit Feedback oder mit weiteren Wünschen und Anregungen für die nächsten Episoden. Und ja, übrigens haben wir dann morgen einen weiteren Gast, aber die Folge kommt wahrscheinlich erst eine Woche später. Entweder eine Woche oder zwei Wochen später. Auf Instagram werdet ihr es schon mal sehen. Oder habt ihr es dann schon gesehen, wenn diese Folge veröffentlicht wird, wer der Gast ist, war. Ja, jetzt wird es kompliziert wie ein Labyrinth in diesem Sinne. Tschüss zusammen und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.